Jo, Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich finde, es wird mal wieder Zeit für ein Zocks mal gezeigt. Ich habe jetzt Rise of the Tomb Raider mal ein bisschen angefangen zu daddeln und ja. Zudem kann man ja auch direkt mal zeigen, wie sich das so auf einer GTX 1060 mit nur 3 GB Speicher macht. Nur. Ja. Hab hier Frame Limit auf 70 drin. Für die Aufnahme ist natürlich hier P2 Save Force abgeschaltet. Fast Sync und V-Sync sind aus. Hier jetzt mal meine aktuellen Einstellungen. DSR benutze ich nicht, aber habe ich halt eingestellt, dass ich es halt nutzen könnte, wenn ich wollte. Ja. Soweit zu den Settings hier im Treiber. Starten wir den Lulatsch mal. Kriegen erstmal das kleine Fenster hier. Kann, wird hoffentlich aber keine großen Probleme machen. Ich nehme auf dieselbe Platte auf, wo ich das Spiel auch drauf habe. Kann von Nachteil sein, muss aber nicht. Und ja. SMAA wäre besser, das probiere ich auch erstmal. Vielleicht auch ruhig mal 2. Ja, meinetwegen. Mein Isotropfilter ist halt immer so eine Sache. Der kostet zwar keine Leistung und den könnte man dementsprechend auf 16 drehen, aber manchmal ist das auch zu viel des Guten und dann kriegt man wieder so Treppcheneffekte. Deswegen habe ich ihn hier einfach jetzt auf 8 und ja, das sind jetzt so meine ganzen Settings, die ich hier drin habe. Und ja, ab geht die Post, ne? Würde ich sagen. Nur gucken. Oh, ich kann doch rüber switchen. Das ist cool. Das ist nett. Nur gucken. Nee. Na komm schon. Da, Rise of the Tomb Raider. Jetzt OBS verschwunden. Für mich. So. So, ich habe das Menü, ihr bekommt hoffentlich auch gleich das Spiel. Ja, da ist es auch schon, alles klar. Bleibt jetzt einfach mal mein Spielstand hier. Ich mache das jetzt hier im Rahmen von ZMG, also Zocks mal gezeigt. Nehme euch einfach mal ein Stück mit auf meinem Werdegang in dem Spiel, dass du es so nennen willst. Ja, man sieht es von Steam über mir dort, ne? 70 FPS Max, kein V-Sync und auch kein Fast-Sync vom Treiber aus. Und ja. Lädt halt von Festplatte, aber ja, so schlimm finde ich es nun auch nicht. Ich Ja, muss da ist Schutz schon. suchen. Aber alles verschneit jetzt hier. Ja, geht unter 50 FPS zwar gerade, aber es ist flüssig, wie man sieht. Ne, Pure Hair habe ich ja auch voll aufgerissen. Ist also bei dem Spiel voll in Ordnung, wenn man hier nicht die 60 FPS dauerhaft hat. Hauptsache die FPS ist halt stabil eben, wie Ich immer. muss Ne, stabile Frame mich Time. bewegen. Ja, dann beweg dich mal. Komm schon. Du schaffst das. Mach schon. Ein altes Camp. Ich war sonst nie der Tomb Raider-Fan, aber irgendwie, so seit Okay. Jetzt dem Feuer Teil machen. davor auch, ist das ein ziemlich cooles Spiel. Objekte markieren. Ne, Objekte. Markierte Objekte. Will da jetzt wahrscheinlich hin, ne? Das ist es wieder. Bin immer am gucken, weil es gibt immer mal irgendwo hier und dort was einzusammeln. Es gibt EP und ne? Errungenschaften und so, wie das halt so ist, ne? Looten wie ein Irrer.
Okay, das könnte gehen. Erstmal Holz sammeln, um sich Feuer zu machen, ja. So ungefähr. Nicht genug ja. für die Nacht. Das war offensichtlich, dafür brauchte ich das da oben jetzt nicht lesen. Trocken genug zum Brennen. Hoffe ich. Noch frisch. Kein Fleisch, aber vielleicht irgendwas Nützliches. Shit. Zurück zum Camp. Ach, soll ich zurücklaufen? Okay. Schnell laufen kann sie nicht, wenn ich Shift drücke. Los, verdammt! Ist auch noch scheiß windig. Ist halt eines dieser Spiele, wovon ich kein Let's Play machen will, weil ja, das ist etwas, das muss man so für sich genießen, finde ich. Vielleicht, wenn ich irgendwann einmal durch bin oder so. Mal sehen. Unsere Leute durchkämmen die Ruinen in den Bergen. Falls das Artefakt hier ist, finden wir es. Was ist mit den Verbliebenen? Sie leisten weiterhin Widerstand. Aber wir werden die Situation bald unter Kontrolle haben. Gut. Trinity vertraut ihnen. Trinity. Stärkeren Bogen. Was haben wir hier? Dieser Schmerz bloß nicht so vertraut. Als würde ich einem alten Feind begegnen. Er will mich vernichten. Er will, dass ich mich hinlege und sterbe. Werde ich aber nicht. Ich kann nicht. Es ist etwas hier. Es muss so sein. Sonst wäre Trinity nicht in dieser Schneehölle. Ich hoffe nur, Jonah geht es gut. Dass er hier weggekommen ist. Ja, ich muss das wohl halt machen, ne? Kann ich wirklich. Ich konnte nicht riskieren, ihn bei mir zu haben. Nicht oder noch was anderes anklicken. Der Schmerz, ihn zu verlieren. Er wäre nicht zu ertragen. Dann, Das ist mein Weg. Ganz allein. Neues Upgrade, versteckt dies und das. Jetzt darf ich mir auch die anderen angucken, ja. Hier gibt es jetzt irgendwelche Klamotten. Lederjacke. Irischer Waldhüter. Das wäre jetzt auch das Richtige anscheinend, oder? Weil es grün ist. Er lädt. Outfit-Bonus erhöht die Tragekapazität für jegliche Spezialmunition. Okay. Irgendwas, was sie vor Kälte schützt hier vielleicht? Irgendwie nicht, ne? Griechisches Feuer? Mhm. Moderner Wintermantel. Eigentlich ist das doch schon das Richtige, ne? Expeditionsjacke. Naja, gut. Fähigkeiten. Ein Fähigkeitspunkt verfügbar, okay. Nahkampf- und Heilungsfähigkeiten. Ja, für mich als Noob vielleicht gar nicht so verkehrt.
Allein weniger Schaden durch feindlichen Beschuss, Nahkampfangriffe. Effekt verstärkt sich mit der Herz aus Stein-Fähigkeit. Explosion und Feuer. Setzen Sie beim Ausweichen Feinde ohne Rüstung durch zeitlich angepasste Ausweichgefecht. Ich nehme einfach mal das erste hier. Dickhäutig. Scheint mir gerade plausibel. Wir können jetzt über das Hauptmenü geöffnet werden. Da gibt es erstmal eine Errungenschaft. Ich weiß nicht, ob ihr die nachher im Video seht, aber ich glaube schon, weil in der Vorschau sehe ich sie da auch. Jo, dann speichere ich hier mal eben. Zack. Und ja, dann sage ich mal bis bald, ne? Wenn es wieder irgendwie heißt Prey oder sonst irgendetwas. Das soll es jedenfalls erstmal gewesen sein zu Tomb Raider Rise of the Tomb Raider. Und jo, haut rein.